In der Komödie «Ich und Kaminski» wird der möchtegern Kunstkritiker Sebastian Zöllner mit einer Biografie über den blinden Künstler Kaminski einen Gou landen. Er glaubt nämlich, im Maler sein grosses Geheimnis zu können. Die ersten 7 Kapitel sind fertig. Man muss nur noch schreiben. Mann? Ich natürlich. Zöllner. Zöllner, ich habe etwas herausgefunden. Niemand weiß es. Und wer es weiß, schweigt darüber. Und was ist das? Kaminski war gar nicht blind. Zumindest nicht damals, als er damit berühmt wurde. Alles Lüge. Kapitel 8 meines Buches. Aber so einfach ist das Ganze natürlich nicht. Zuerst musste Sebastian überhaupt an Kaminski herkommen. Der ist nicht nur sehr altersschwach, sondern wird auch von einem Kreis von Vertrauten säuberli abgeschirmt. Sie sind mein Biograf. Vor allem werden Sie mit mir arbeiten. Mein Vater braucht Ruhe. Davon wird er wohl bald genug haben. Natürlich ist Ihr Vater die Quelle schlechthin. Ich bin die Quelle schlechthin. Ich bin die Quelle schlechthin. Wie kommen Sie voran? Großartig. Jeder sagt was anderes, alle widersprechen sich, nichts passt zusammen. Jetzt muss ein neuer Plan nennen. Und was gibt's Besseres als ein Roadtrip, um jemandem sein Geheimnis zu entlocken? Doch der alte Mann ist alles andere als pflegeleicht. Berühmt sein heißt, jemanden wie mich zu haben. Können wir über Therese Lessing sprechen? Sie lebt. Wir fahren hin. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Warum nicht? Das ist Manuel Kaminski. Der lebt doch nicht mehr. Wenn ich mich nicht bald setzen kann, dann stimmt das. Zöllner! 12 Jahre nach dem Welterfolg vom deutschen Kinohit «Goodbye Lenin» tun sich der Regisseur Wolfgang Becker und der Schauspieler Daniel Brühl nochmal zusammen. «Ich und Kaminski» ist eine stilvolle Komödie mit toll gespielten Figuren über zwei Meister der Täuschung.